Hey ho und willkommen zurück aus Lindblum! Mal wieder. Wäre es nicht schon genug, dass wir schon zigmal in Lindblum waren? Nein, wir werden dazu benötigt, immer und immer und immer und immer wieder in Lindblum zu starten, habe ich das Gefühl. Ich meine, Lindblum ist die geilste Stadt überhaupt, aber man kann es auch betreiben. So, wir sollten zurück zur Herzogin gehen, nachdem wir sie ja im letzten Part so eifrig gerettet haben. Und das tun wir natürlich ganz bereitwillig. Und eventuell kann ich dann auch schon die eine Kuponus abnehmen. Das wäre richtig cool. Und wäre auch dringendst mal nötig. Ne, im Konferenzraum hat er gesagt. Ja? Nein, what's going on? Wer ist denn der Opa da? Angeblich Großherzog Sid. Was? Respektlos wie immer. Respektlos wie immer, wie mir scheint. Aber dein Frosch da sein steckt ja auch noch in den Knochen, was? Genug Quark! Braucht wohl noch eine Weile. Wie dem auch sei, es gibt weitaus Wichtigeres zu besprechen. Ich habe diese Versammlung einberufen, um euch darüber zu informieren, was Kuya mir erzählte. Es könnte uns vielleicht Aufschluss geben, wo er sich versteckt hält. Die Prinzessin scheint nicht anwesend zu sein. Diesmal werde ich sie suchen gehen. Ich werde mich unverzüglich an den Bau der Hildegard 3 machen. Dafür werden wir die blaue Narzisse ein wenig umbauen müssen. Den Rest wird euch Hilda mitteilen. Ich übergebe das Wort an Hilda. Was waren das also für Geschichten, die Kuya dir erzählt hat? Einige waren einfach zu unglaubwürdig, aber sie hört sie euch selbst an. Kuya plant mit Hilfe unserer Welt zu schier unbeschreiblicher Macht zu gelangen. Macht? Was will er denn damit? Das weiß ich auch nicht, aber angeblich ist Kuya kein Mensch von dieser Welt. Wie bitte? Der Planet, auf dem wir leben, heißt Gaia. Und Kuya nennt seinen Heimatplaneten Terra. Terra, eine andere Welt. Active Time Event! Generalmobilmachung. Und wie gehen die Reparaturen bei euch voran? Ist Ordnung, ist ja alles kaputzifix. Sinn hat recht, es geht nur schleppend voran und so. Wirklich schleppend, Jeb? Ich habe keine Lust immer da oben zu arbeiten, außerdem habe ich Höhenangst. Sieht aus, als hätten wir noch einiges vor uns, was? Hier ist sie also auch nicht. Nanu, das ist doch. Aber wo ist die Prinzessin dann hin? Denn dann? Hey, was willst du hier? Hä? Das könnte ich dich auch fragen. Das geht dich nichts an. Und überhaupt, was haltet ihr wieder für illegale Versammlungen ab? Alter, was in deinem Kopf vorgeht, würde ich mal gern wissen. Wir beraten lieber das Theaterviertel am besten wieder aufbauen zu uns, Fix. Yep, so ist es. Was sollen also deine beleidigenden Andeutungen und so? Yep, was soll das? Ja, da hast du's. Aber sag mal, du siehst mächtig besorgt aus. Was ist los? Ist was passiert? Was es auch immer ist, uns kannst du es sagen. Kann ich das? Logisch, also... Die Prinzessin ist verschollen. Da ich sie nirgends im Schloss finden konnte, dachte ich, sie wäre vielleicht irgendwo in der Stadt, aber... Da du dich in den Straßen von Lindblum nicht auskennst, helfen wir dir mal besser beim Suchen, sonst wird das nie was. Aber... Vertrau mir, wir kennen Lindblum besser als du deinen verrosteten Helm. Die Prinzessin haben wir ratzfatz gefunden. Also Leute, alles klar, es gilt die Prinzessin zu finden. Danke. Aber man hilft doch gerne. Die Tür zu Terra befindet sich angeblich auf der Insel des Lichts. Wir wissen zwar nicht, wohin er sich verkrochen hat, aber vielleicht erfahren wir dort etwas.
Allerdings kann man von dieser Insel des Lichts nicht ohne weiteres die Tür nach Terra öffnen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Außerdem wäre diese andere Welt dann schon längst jedem bekannt. Und was heißt es für uns? Es geht noch weiter. Die Insel, die beide Welten miteinander verknüpft, ist versiegelt. Und den Schlüssel, um die Wiederbesiegelung aufzuheben, gibt es nur an einem bestimmten Ort. Und der ist wo? In einem alten Schloss im Norden des vergessenen Kontinents. Auch der Abenteurer Ibsen berichtet von diesem alten Schloss. Jedoch sucht er ihn in den hohen Gebirgen vergeblich nach ihm. Allerdings ist der gesamte vergessene Kontinent noch weitgehend unerforscht. Da dieses sagenumwobene Schloss keinen Namen hat, wird es von den meisten als alte Hochburg Ibsen bezeichnet. Die alte Hochburg Ibsen also? Die meisten Kontinente außer unserem sind tatsächlich noch zu größten Teil unerschlossen. Schon wieder. An die Arbeit! Von wem? Wieso? Weshalb? Kommt ihr voran? Oh, Großherzog, schön euch endlich wieder in menschlicher Erscheinung anzutreffen. Jetzt kann ich endlich wieder die Leitung des Schiffbaus übernehmen. Wir haben aus den Fehlern der Hildegard 2 gelernt und sind mit dem Antrieb so gut wie fertig. Jetzt gilt es nur noch, den Schiffsrumpf fertigzustellen, aber der ist gar nicht so ohne. Verstehe, ich hatte geplant, den Rumpf der blauen Narzisse dafür zu verwenden. Aus welchem Grund? An Bord habe ich bemerkt, wie schön aerodynamisch ihre Form eigentlich ist. Aber vor allem haben wir keine Zeit für den Bau eines neuen Rumpfes. Ich habe schon alles in meinem Kopf entworfen. Ihr müsst euch nur nach meinen Anweisungen richten. Lasst uns beginnen! Jawohl! Yay! Luftschiff bauen! Und das ist alles, was ich weiß. Womöglich könnt ihr in der alten Hochburg Ibsen mehr erfahren. Aber wie hast du das nur alles von Kuya erfahren? Gefragt habe ich ihn kein einziges Mal. Er hat einfach angefangen zu erzählen. Und je mehr er dies tat, desto mehr eskalierten seine Schwärmereien. Und so hat er mir von all diesen Dingen erzählt. Anscheinend sah er wohl auch keine Gefahr in mir. Worin er nicht Unrecht hat, momentan können wir ihm nicht das Wasser reichen. Aber ich kann Kuya auf gar keinen Fall verzeihen, einfach mit dem Leben meiner Freunde zu spielen. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wo wir hin müssen. Die Frage ist nur, wie wir dorthin kommen. Jetzt, wo die Bauteile der blauen Narzisse benötigt werden, müssen wir warten, bis die Hildegard 3 fertig ist. Bambu, etwas Schreckliches ist passiert. Was ist denn jetzt wieder los, Alter? Wir haben ganz Lindblum abgesucht, aber die Prinzessin ist nirgends zu finden. Die Tantalus sind mir auch zur Hand gegangen, aber... Sie ist nicht in Lindblum? Dann kann sie nur dort sein. Wo? Lass mich nur machen. Wartet hier in Lindblum, ich bringe sie gleich zurück. Zinngebirge? Wie kommen die so schnell jetzt nach Alexandria? Oh, wo geht's zu ihnen, Civix? Wir gehen nach Lydia suchen, Jep. Jep, oder gibt's noch jemand anderen, den du suchst? Wo geht's denn los, Civix? Du drum hab ich doch zu längst geschaut, Civix. Schon so wo ich noch nicht geschaut hab, Civix. Mann, kommandiert er heute wieder rum? Jep, kannst laut sagen. Hä, soll sie in Alexandria sein, oder was? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ey, Ruby! Battenblank und Markus, was macht ihr denn, hä? Alles in Ordnung bei euch? Bestens wie immer. Und selber so, wie läuft dein Theater eigentlich? Oh, ja, das hätte nur nicht am Abwerfen tun, aber Hauptsache es mit... Begeisterung dabei. Meine Rede. Übrigens, unser Quartier in Linden und die Reparaturen gehen zwar voran, aber lang, wir müssen so langsam. Hast recht, Schuldige, aber wir sind nicht nur so zum Spaß nach Alexandria zurückgekommen. Um die Wahrheit zu sagen, suchen wir Lydia. Lydia? Mir nicht über den Weg gelaufen. Was wollt ihr denn von der Lydia denn? Du nicht du mal führen tun? Nicht doch, wir suchen sie bloß und so. Wie du meinst du's? Ihr könnt ja mal die erste Frage. Ich hab auch Bescheid, wenn ich rauskriege. Das wäre klasse, danke.
Die Wände zwar herum, nur wieder ins Bombo jeder Runde weit zurück. Oh, jetzt hab ich fast den Fix gesagt. Ah! Diese Akzente machen mich verdammt. Ah! Seltsam. Ich war mir so sicher, sie wäre in Alexandria. Wo könnte sie denn sonst sein? Oh, Bombo, da steckst du. Chef, hast du Lydia gesehen? Nö, keine Ahnung, wo die ist. Naja, Lydia habe ich zwar nicht gesehen, aber die Dings scheint mir hier zu sein. Die Dings? Genau, die Dings. Aber das überprüfe ich besser noch einmal. Moment mal, nicht so schnell. Wer zum Geil soll denn die Dings überhaupt sein? Wer ist die Dings? Chef, wie weit ist es denn noch? Und ist die Dings nun hier? Vorhin war sie da drüben, aber jetzt... Da drüben? Ja, sie lebt noch! Sie lebt noch! Sie lebt noch! Moment, das ist doch nicht etwa... Hä? Da drüben? Nicht da. Du lebst also noch? Seid ihr Bark? Genau der Entführer eurer kleinen Prinzessin höchstpersönlich. Bitte macht euch keine Gedanken mehr wegen dieser Geschichte. Es ist schon lange her. Deine Worte gehen runter wie Öl. Aber eigentlich mache ich mir auch überhaupt gar keine Gedanken. Chef, mit der Dings meinst du nicht etwa Beatrix? Hey! Wie ihr sehen könnt, wurde Alexandria bis auf den letzten Ziegelstein in Trümmer gelegt. Belias und ich haben alles versucht, um Alexandria davor zu bewahren, aber am Ende mussten wir uns unsere Machtlosigkeit eingestehen. Belias hat sich Sorgen um dich gemacht. Wieso hast du nichts von ihr hören lassen? Außerdem hat Lydia einen schweren Schock erlitten und kann seitdem nicht mehr reden. Prinzessin Garnet. Wenn dem so ist, dann sollte die Prinzessin sich eine Weile außerhalb Alexandrias aufhalten. Der Anblick könnte die seelischen Wunden ihrer Majestät nur noch tiefer reißen. Ja, nur ist Lydia irgendwo verschollen. Ich dachte ja, sie wäre hier, aber nun kann ich sie nirgends finden. Ihr dachtet, sie wäre hier? Aber ihr könnt sie nirgendwo finden? Habt ihr denn drüben schon nachgesehen? Drüben? Ja, wenn ihre Hoheit tatsächlich in Alexandria ist, dann hält sie sich bestimmt dort auf. Ich hätte da eine Bitte an euch. Wenn ihr ihre Majestät findet, dann sagt ihr bitte, dass sie sich keine Sorgen um Alexandria machen muss. Vielmehr sollte ihre Majestät sich um ihr eigenes Wohl. Ja, claro. Könntet ihr ihrer Majestät außerdem dies überreichen? Garnet! Bis zu dem Tag, an dem in Alexandria wieder Frieden einkehrt, soll dies zur Quelle der Kraft für ihre Majestät werden. Im Garnet steckt der Bahamut, ja, das wird noch richtig doll. Ich habe dich überall gesucht, Lydia. Mambu, du kannst wieder sprechen. Ich habe seitdem viel nachgedacht. Ich werde bald Königin sein und es ist meine Aufgabe, Alexandria wieder Frieden zu bringen. In diesem Bewusstsein bin ich hierher zurückgekehrt, aber... Kann ich nicht noch eine Weile bei euch bleiben, Mambu? Warum möchtest du das? Verrätst du es mir? Als Mutter noch lebte, da dachte ich immer, wie soll ich mich verhalten, um der Rolle einer Prinzessin gerecht zu werden? Ich hatte nichts anderes im Kopf. Und jetzt, wo Mutter tot ist und ich die neue Königin werden soll, da gehen mir wieder dieselben Gedanken durch den Kopf. Wie soll ich mich verhalten, um der Rolle einer Königin gerecht zu werden? Aber egal, wie sehr ich mich jetzt auch bemühen sollte, das Volk würde mich nicht als seine Königin akzeptieren. Bist du dir da sicher? Ich glaube nicht, dass ich die Qualifikation habe, dieses Land zu regieren und zu beschützen. Ah, hätte ich's doch glatt vergessen. Das hier soll ich dir von Beatrix geben.
Der fiel zwar 1A daneben, aber trotzdem okay. Ist das ein Garnet? Jep, ein Garnet. Hübscher Edelstein, nicht wahr? Ja, und er funkelt so schön. Dieser Edelstein da, weißt du, der war am Anfang auch nichts weiter als ein Stück Felsklump. Aber dieser Stein, der wünschte sich die ganze Zeit, ich möchte schön sein, ich möchte funkeln. Und weil er sich so sehr wünschte, wurden die Menschen auf ihn aufmerksam. Reichten ihn weiter und weiter. Und jeder schliff ihn ein wenig mehr, bis er schließlich perfekt war und begann zu leuchten. Nun hältst du ihn in deinen Händen. Hast du auch den Mut zu leuchten, Lydia? Ich weiß, dass du es kannst. Eines Tages wirst du leuchten. Es wird bald die Zeit kommen, in der Alexandria dich braucht und in der du Alexandria brauchst. Du brauchst nicht zu überstürzen. Hauptsache, du hast selbst den Wunsch zu leuchten. Danke. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin so verwirrt zur Zeit. Und dich dann so halbherzig zu bitten, bei mir zu sein. Du magst vielleicht etwas mitgenommen sein, aber wenn du mich bittest, bei dir zu sein, weil du das echt möchtest, dann ist das okay. Pambu, leihst du mir deinen Lilien durch? Wofür willst du den denn? Er hat schon einmal mein Leben entscheidend verändert. Jetzt soll er es noch einmal tun. Bambu, vergiss die alte Lydia nicht. Als wenn sie sich jetzt umbringen wollen würde, ey. Ihr Haar sitzt perfekt. Steht ihr auf jeden Fall. Prinzessin, wie darf man das verstehen? Ich hab's, das war bestimmt Bambu. Er hat wieder irgendwas Gemeines zu dir gesagt und deswegen... Kerl, ist es wahr? Hey, verschwung mich mit deinen überstürzten Schlussfolgerungen. So ist es, Bianca. Lydia, du kannst wieder reden? Ja, bitte entschuldigen, ich habe euch allen Kummer bereitet. Ach was, sag doch nicht sowas. Aber was ist denn nur mit deinen wunderschönen langen Haaren passiert? Stehen mir kurze Haare einfach nicht? Nein, das meine ich nicht. Sie stehen dir sogar sehr gut. Danke, Bianca. Schön, dann sind wir uns ja alle einig. Eden, du weißt, wo wir hinfliegen? Aber natürlich, zur alten Hochburg Ibsen auf dem vergessenen Kontinent. Richtig, ich hoffe, dass wir dort das Rätsel der Insel des Lichts, die ja der Schlüssel zu Terra sein soll, lösen können. Wenn es uns gelingt, nach Terra zu kommen, dann erfahren wir endlich alles. Ja, was Kuya eigentlich vorhat und was er mit all seinen Taten eigentlich bezweckt. Ich habe die Position der alten Hochburg Ibsen nach den Angaben der Herzogin eingetragen. Mit ruft ihr die Karte auf. Außerdem könnt ihr den Autopiloten aktivieren, wenn ihr auf einen der leuchtenden Punkte die Taste drückt. Zur Steuerung im Autopilotenmodus findet ihr alles erklärt, wenn ihr bei Aufrufen der Karte die Taste drückt. Also, wenn ihr die Gruppenmitglieder wechseln wollt, dann wendet euch einfach an mich. Ist meine Ehre, wenn ich euch zu Diensten sein kann. Na, nicht so steif, mein Freund. Genießt lieber die Reise. Yeah. Wow! Ihr Bild ist voll cool. Sie lächelt und sie sieht fröhlich aus. Und hier mal eine Frage. Liebe Frauen, warum müsst ihr eure Frisur verändern, wenn ihr einen seelischen Umbruch in eurem Leben vornimmt? Ich verstehe es nicht.
Liegt es daran, dass ich ein Kerl bin, dass ich es nicht verstehe, aber wieso? Und es wird doch noch so oft in Spielen und in Animes und sonst wo umgesetzt, weil es einfach auch das reale Leben so betrifft. Es ist so verwirrend. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Okay, wir nehmen mal ihn mit rein. Wir nehmen mal Victor mit rein, hätte ich jetzt gesagt. Und ja, Lydia ist jetzt einfach Standard. Ich finde das richtig cool, ihr neues Bild. Richtig, richtig nice. Gefällt mir echt gut. Oh, und was wir jetzt alles zu tun haben. Ah! Über den Wolken haben wir einen Erfolg freigeschaltet. So, ich brauche die Steuerung nicht. So, A-Taste zum Betreten. Oi, erstmal zur Schmiede. Oh Gott, das wird so aufwendig. Und ich denke mal, ich werde eigentlich offscreen Chocobo-Karten suchen. Aber das Problem ist, was ich jetzt habe. Ich habe nicht wirklich vorproduziert. Das heißt, die Folge, die ihr gerade seht, die habe ich nicht schon für den Donnerstag aufgenommen, wo keine Folge kam, sondern die kam jetzt erst. Die habe ich jetzt erst in der Nacht zum Donnerstag auf Freitag aufnehmen können. Und wenn ich jetzt noch offscreen was mache. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich dafür die Zeit habe. Ich muss sie irgendwie schaffen. Hilft ihr euch nichts. Außer ihr schreibt mir jetzt in die Kommentare, dann tut es bitte aber auch, ob ihr sehen wollt, wie ich die Chocobo-Karten hole. Bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Dann mache ich da vielleicht einen Teil zumindest von. On screen. Ja, der hat sein Werk natürlich fertig. Der ist ein Genie. Ja, ich wollte ja eigentlich schmieden. Ich wollte aber auch noch schauen, ob sich jetzt hier irgendwas Neues ergeben hat. Aber ich glaube irgendwie fast nicht. Ich könnte ja auch mal nach Bomesia, weil hier habe ich jetzt gerade die Ratten nicht gesehen, ob da vielleicht die schon wieder hin sind. Ich schufte wie ein Besessener, aber manchmal habe ich das Gefühl, es geht einfach gar nichts voran. Ich hab Hunger, ich will Baumkuchen-Zifix. Selbst ich brauche mal Pause und so. Ja, ist hier Bark drinne? Nee, aber das Schiff ist hier drin und ich kann es immer noch nicht nehmen. Das ist doch scheiße, jetzt habe ich die drei Kaffeesorten gesucht, nur dass da jetzt das blöde Theaterschiff in der Tantalus rumgammelt. Und dann ist hier im Theaterviertel nicht mal was Neues. Ich dachte zuerst, Lydia wäre im Zinngebirge. Schade, ich dachte, da hätte ich vielleicht doch recht mit, aber nö, wurde doch nicht. Welchen Mutigen sollte ich jetzt nochmal aufnehmen? Ich weiß nicht, ob das der hier im Hotel war oder nicht. Schauen wir mal. Ach so, kann ich sogar nicht schauen. Oh, super. Ich sehe das ja erst, wenn ich eh bei einem Mogri bin. Mogri, Mogri. Ich koche dich in der Suppe. Oder auch nicht. Ausnahmsweise. So. Kulmok. Wo war Kulmok? Mir kommt der Name bekannt vor. Vielleicht aber auch nicht und ich irre mich einfach nur. Wäre ja auch nicht das erste Mal. Was ich auf jeden Fall diesen Part noch schaffen will, ist die Kupernuss abzugeben. Ich muss jetzt aber definitiv erstmal in die Schmiede. Damit ich mal schauen kann, ob ich was mit den Linkshandbäuchen schmieden kann, weil meine Engelsschwinge ist einfach nicht mehr so up to date. Ich brauche was Besseres. Und es hat sich jetzt zwar keine Truhe großartig aufgefüllt, aber ich schaue trotzdem mal nach, ob hier oben. Nee. Schade. Das heißt, ich brauche mir gar nicht so viel Mühe dabei zu geben. La 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 la. Was ich auf jeden Fall on screen machen kann, sind die Frösche zu fangen, weil die Belohnungen, die ich davon bekomme, recht interessant sind. Wenn ich denn noch Belohnungen bekomme, aber ich habe jetzt, glaube ich, schon ewig viele Spielstunden nicht mehr vorbeigeschaut beim ersten Morast. Von daher bin ich da jetzt mal ganz zuversichtlich. Ich hoffe einfach nochmal ein Kopftuch, ein Chakraband, falls ich davon was verschmieden muss. Aber ich glaube jetzt erst einmal nicht. Ach so, Moment mal.
Das hätte ich ja mal längst nachschauen können. Bin ich doof. Ich habe doch das Goldkäppchen. Immer Regina, wie geil. Aber, guck mal, wer es besser gebrauchen kann. Achso, Moment mal. Ja, aber sie kann es trotzdem besser gebrauchen. Komm, dann kriegst du das jetzt erstmal. Habe ich einen neuen Armreif? Nein. Habe ich eine neue Rüstung? Dämonenpanzer. Der ist doch neu. Oder nicht? Ja, aber der bringt mir irgendwie nichts. Aber der ist ziemlich gut in der Verteidigung. Du weißt ja aber... Sobald er Esprit hat, kriegt er den nämlich ausgerüstet. Haha. Kapuze. War da jetzt noch was Besseres? Nope. Kein Armreif? Nee. Okay, dann... Hier, Dämonenharnisch. Das war's, was ich doch bekommen hatte. Hier, und dann kriegt er noch den Eisenhandschuh. Und einen besseren Helm habe ich allerdings nicht. Was stimmt, das Fegefeuer habe ich ja gekauft. Geilo. Geilo, Madige. Wir verschwenden schon wieder zu viel Zeit, blöd zu sein. Es tut mir leid. Dann wollen wir doch mal schauen, was die schöne Schmiede hier für uns hat. Komm schon, was Neues. Ach, rum. Nichts Neues. Komm schon, das kannst du mir doch eigentlich nicht antun. Sehen, hat sich der Ausflug total gelohnt. Mich gar nicht, aber vielleicht kann ich woanders noch schmieden. Es gibt, glaube ich, in Laguero, also eine Stadt, in der ich noch nicht war, gibt es, glaube ich, noch eine Schmiede und da kann ich dann neue Sachen schmieden. Jo, dann halt mal zurück. Da bin ich jetzt gerade nur überlegen. Ich glaube, ich fliege mit der Hildegard 3 runter und gehe dann von unten ins Erdrachentor, weil das ist der Weg schneller. Dann kann ich wieder direkt ins Luftschiff gehen. Und dann kann ich aber auch nochmal nachschauen, ob ich den, der Mokri da unten Kulmob ist. Kulmob, wieso finde ich dich nicht? Momentan ist übrigens Steam Sale. Ich würde mal interessieren, ob ihr euch Final Fantasy holt oder was ihr euch holt. Ihr könntet mir das auch mal in die Kommentare schreiben. Ich habe mir jetzt schon am ersten Abend 4 Spiele aus meiner Wunschliste geleistet. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so das Geile, das Beste, was wir machen sollen. Aber ich bin froh darüber. Hier muss ich hin. Wo ist es denn? Ja, dröhne ich ein Schiff, du. Ja, die Musik und die Hildegard 3 sind immer noch Schmuckstücke. So, bist du Kulmob oder bist du nicht Kulmob? Nein, du bist Monty. Dann kriege ich ja Appetit. Kulmob, wer könnten das noch mal gewesen sein? Hä? Ich muss den zuerst ansprechen, damit ich rausgehen kann? Was soll das? Spiel, wieso verarschst du mich so? Oh, jetzt kann ich euch ja mal dann... weiß nicht mehr. Ich glaube, hier war das, wo ich runtergehen konnte. In Glitzermalukus Grotte und direkt bei den Mokris lande. Machen wir das mal. Und! Ja, cool. Der schon wieder. Oh Mann! Was für eine Frage hast du denn heute für mich? Kenne ich die denn? Quiz Nummer 7. Es gibt auch freundlich gesonnene Moves. Ja, wenn der den einen damit meinte jetzt nur die normalen? Nein, der meint bestimmt die. Komm. Es ist richtig! Und die Antwort ist...
Volltreffer! Was? Fegefeuer sieht ja richtig geil aus. 3000 Gil gewonnen, Trefferquote 100%. Du solltest basten! Immer noch. So, aber wo komme ich denn jetzt hier rein? Gar nicht, oder was? Mach mich nicht fertig, Spiel. Oder, nee, Moment, was genau in dem Wald sein? Da habe ich mich jetzt komplett vertan. Ach nee, guck mal, hier ist Dali. Ach, so klein ist die Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, das muss hier sein. Ich weiß, dass der Ausgang in dem Wald ist. Ach, da hinten ist der. Hier oben können auch Tatzelwürmer auftauchen, wie ich schon mal gesagt habe. Von daher finde ich, dass es nicht ganz so muss. Ja, toll! Aber vielleicht kriege ich ein Blatt. Weil ich ja mittlerweile sehr gut gerüstet bin. Schauen wir mal, wie viel wir jetzt gemacht haben. Vielleicht hätte ich nicht mit Bambu angreifen sollen. Okay, ich weiß schon Bescheid. Ah, ich hätte mit Bambu nicht angreifen sollen. Das ist jetzt mein Todesurteil. War nicht mal so schlecht. Oder riskier's doch. Nee, ich riskier's noch nicht. Ich hab keine Lust auf diesen Kampf. Oh, tschüss. Schon wieder. Ja, toll. Und jetzt gerät der natürlich auch noch raus. Lauf, tapfere Recken, lauft! Ey, cool, ich muss nicht nur einen Schuss weiter einsetzen. Cool. So, war... Ja, das war hier. Scheiße! Ich darf jetzt nicht draufgehen. Ernsthaft. Ey, der Park geht schon wieder viel zu lange. Oh, es sind nur Garuda. Die kann ich schnell noch platt machen. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich setze ja jetzt einfach mal einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich nehme einfach jetzt nochmal was auf. Bis morgen. Ciao, ciao.